Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind und ich hoffe natürlich, dass in Zukunft, wenn mal unterschiedliche Standpunkte auftauchen, ich Ihnen helfen kann, diese Streitigkeiten doch einvernehmlich zu lösen. Und das ist nicht immer, dass man jemand anders überzeugt, denn da werden Sie auch bei den Übungen merken, dass das manchmal doch schwierig ist und vielleicht auch unmöglich, aber das heißt nicht, dass man nicht letztendlich zu einer Lösung kommt. Nun, das ist jetzt keine normale Tasse. Diese Tasse steht für die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Und gehen wir mal davon aus, sowas gibt es jetzt unabhängig von uns. Sie stehen vor der Tasse und Sie sagen mit Fug und Recht, der Henkel ist rechts. Dummerweise steht jemand hinter der Tasse und sagt mit dem gleichen Recht, der Henkel ist links. Und solche Situationen erleben wir. Da habe ich Sie hier auf der Tagung kennengelernt und habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen die Unterlagen für das Seminar zuschicke. 3 Tage später rufen Sie mich an und sagen, also Frau Fey, das ist ja unmöglich, ja, Sie wollten mir die Unterlagen sofort schicken, was machen Sie? Machen nichts. Also hören Sie mal, ja, natürlich habe ich Ihnen die Unterlagen geschickt. Nein, Sie haben mir die Unterlagen nicht geschickt. Doch, ich habe Ihnen die Unterlagen geschickt. Nein, Sie lügen. Also Unverschämtheit. Ja, was soll das? Es ist dumm, über Standpunkte zu streiten, oder? Denn jeder hat doch von seinem Standpunkt aus recht. Also kommt man so nicht weiter. Kommt ein Dritter dazu. Der sieht das Problem überhaupt, ne? Der sieht keinen Henkel, so nach dem Motto, also worüber streitet ihr euch denn? Also jetzt guckt doch mal nach, an wen haben Sie das denn geschickt? Ne? Und ja, auch die Post kann mal irgendwie was falsch schicken und. Also der sieht keinen Henkel, der hat kein Problembewusstsein. Das gibt's. So, und dann gibt's noch eine Möglichkeit, der da, der zieht einen Kompass aus der Tasche und sagt, also wir werden doch jetzt, wenn wir mal zurückgehen auf die Tasse, das Problem objektiv lösen können. Und laut Kompass zeigt der Henkel nach Osten. Ah, und jetzt kann es sein, dass alle sagen, ja, das ist es. Ha? Kompass, klar, objektive Kriterien. Das können auch mal ganz andere Sachen sein, Vorschriften oder eine Autoritätsperson, der man vertraut. Jawohl. Ja, aber so einfach ist es nicht. Der da oben, so als Symbol für Gott, der sieht wirklich die Tasse in ihrer Komplexität. Der weiß auch, ob da Kaffee oder Tee drin ist. Ja, wir könnten das vielleicht auch noch erahnen, aber ob das mit Zucker oder ohne ist, müssten wir probieren. Der weiß auch, wer die Tasse hergestellt hat. Und sehen Sie, wenn Sie das Modell jetzt zu einer gewissen Bescheidenheit verführt, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn Ihnen das mit Gott nicht gefällt, ich kann Ihnen auch Hegel zitieren. Das Ganze ist das Wahre. Also der Satz steht wirklich so kurz in seiner Phänomenologie des Geistes. Ein Buch, was ich Ihnen aber nicht empfehle. Also ich gebe zu, ich habe es auch nur partiell gelesen und das kommt in der Einleitung. Aber das ist es, wenn wir erkennen, wir haben ein Recht auf unseren Standpunkt. Und den können wir auch durchaus durchsetzen, denn die anderen Standpunkte haben ja auch nicht mehr Recht. Aber trotzdem kann man das Modell auch als Basis nehmen, dass man etwas bescheidener wird und sich vielleicht auch ein Lebensmotto zu eigen macht. Das ist mein Lebensmotto. Sie sind okay. Stimmt's oder habe ich recht? Eben, ne? Sie sind doch okay. Also, naja, ich bin auch okay. Und dann müssten wir es doch schaffen, so auf der Basis der gegenseitigen Wertschätzung, dass wir zu Lösungen kommen. Aber das ist so die Grundlage. Wenn einer den anderen für blöd hält, dann funktioniert es nicht. Und das hat man oft. Ich bin ja sehr viel in der Automobilindustrie unterwegs. Und da gibt es immer Knatsch zwischen den Entwicklungsingenieuren und dem Vertrieb. Die Entwicklungsingenieure, die wollen was Perfektes herstellen. Und Perfektion braucht Zeit und kostet Geld. Und die vom Vertrieb,
die wollen es immer möglichst schnell und möglichst billig. Und wenn die eben sich streiten und nicht diese gegenseitige Wertschätzung haben, dann funktioniert es nicht. Also das ist immer die Basis. Aber jetzt kommen wir zu dem, was sozusagen der Normalfall ist, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben. Sie wollen dann gegebenenfalls die andere Person überzeugen. So, und dazu möchte ich mit Ihnen eine kleine, einfache Übung machen. Was jetzt tatsächlich immer das Überzeugende ist, wenn wir Vorteile nutzen in Erwägung ziehen. Denn sehen Sie, beim Überzeugen hat man immer so den Wunsch, den anderen so mit den Argumenten zu erschlagen. So nach dem Motto, du musst doch einsehen und überhaupt und überhaupt. Und wenn Sie an das Modell der Pfeiltasse denken, dann muss ja jemand zu Ihnen, wenn ich den Henkel rechts sehe, Sie sehen den links und Sie sollen den Henkel rechts sehen, dann müssen Sie ja zu mir rüberkommen. Das heißt also, ich muss es schaffen, Sie in Bewegung zu setzen. Ja, mit eben Vorteil nutzen, denn warum sollen Sie zu mir kommen und den Henkel rechts sehen, wenn es für Sie da nichts Wertvolles gibt? Also überzeugen durch Vorteile und Nutzen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Was können Sie noch machen, um jemand, ich sage jetzt mal beim Überzeugen, jemand zu locken? Also angenommen, Sie haben dieses fantastische Gebäck. Dann könnten Sie schildern, was für tolle Zutaten da drin sind. Auch glutenfrei und laktosefrei. Ach, und übrigens Nüsse. Nüsse sind auch drin, gell? Ja, die sind ja gesund, das haben Sie ja gehört. Noch effizienter ist natürlich, wenn Sie jemand reinbeißen lassen. Da brauchen Sie überhaupt keine Worte. Und deshalb heißt eins meiner Bücher auch Überzeugen ohne Sachargumente. Finden Sie auch diese Übung drin mit den Facetten, ja? Dass wir merken, es sind nicht immer die Sachargumente, mit denen wir überzeugen. Das ist aber jetzt keine Erkenntnis von mir. Mein Background ist ja die antike Rhetorik. Ich habe Philosophie studiert, habe mich sehr intensiv mit Aristoteles und den Sophisten beschäftigt. Und die Sophisten haben etwas entdeckt, was heute noch zugkräftig ist, womit sie andere Menschen überzeugen. Mein Mann und ich, wir wollten vor vielen, vielen Jahren ein Haus kaufen. Mein Mann träumt von einem Haus mit Kamin. Und wir haben die Makler genervt, weil die Häuser, die uns da gezeigt wurden, entweder waren sie zu teuer oder sie hatten keinen Kamin. Ja. Und irgendwann hatte der Verkäufer aber doch ein Objekt, wo alles gestimmt hat, aber es hat keinen Kamin. Ja, was nun? Inzwischen hat der Verkäufer das überzeugende Argument gefunden. Er hat nämlich schlicht und ergreifend gesagt, ach, wissen Sie, da hinten, da könnten Sie doch den Kamin einbauen. Da wird er doch hinpassen. Ich gucke meinen Mann an, sage, ja, da wird er hinpassen. Ja. Ja. Haben wir das Haus gekauft? Ja. Haben wir den Kamin eingebaut? Nein. Ja, womit sind wir überzeugt worden? Mit Plausibilität. Und das ist eine sophistische Erkenntnis. Sie überzeugen nicht zwangsläufig mit der Wahrheit. Und das sage ich nicht gerne. Wenn die Wahrheit nicht plausibel ist, glaubt man sie nicht. Und wie machtvoll Plausibilität ist, kann ich Ihnen an einem anderen Beispiel zeigen. Ja, was ist denn das? Das sind sogenannte Topoi. Der Singular heißt Topos, Ort, Allgemeinplatz. Sie überzeugen mit Lebensweisheiten. Und die haben sehr viel Macht. Und wenn Sie mal ein Gespür dafür bekommen, werden Ihnen diese Lebensweisheiten auffallen. Ich habe lediglich 3 Reden von Angela Merkel mal daraufhin überprüft. In jeder dieser 3 Reden hatte sie einen Topos.
Der Topos von einer Rede ist mir noch in Erinnerung. Da hat sie eine Sportlerin zitiert und das passt dann auch zu dem Vortrag von vorhin. Es ist nie zu spät, Sport zu treiben. Dann nicken sie mit dem Kopf. Und immer wenn sie mit dem Kopf nicken, ist es ein Topos. Und deshalb können sie auch Topoi erfinden. Also nutzen sie zum Überzeugen die Macht solcher Topoi. Und wer das einmal vor vielen Jahren bewiesen hat, wie mächtig Topoi sind, ist Adenauer. Damals war Ebbe in der Staatskasse und man überlegte sich, wie kommt man da an Geld? Und dann fiel dem Adenauer ein, man könnte doch die Rentenkasse plündern. Denn damals wurden die Rentenversicherungsbeiträge so angelegt wie die Lebensversicherungsbeiträge, also in sicheren Anlagen, Wertpapiere, Staatsanleihen, Immobilien und so weiter. So, und was war die Idee von Adenauer? Kinder kriegen die Leute immer. Stimmt es? Ja. Die Frage ist nur, wie viele. Aber das war überzeugend und man hat den Generationenvertrag geschaffen. Also schauen Sie, dass Sie einen entsprechenden Topos finden. Also ich habe in dem Buch schon mal 160 gesammelt. Ich kann Ihnen auch gegebenenfalls eine Topos-Sammlung zumailen mit den entsprechenden Gegenständen, Redegegenständen. Denn das war die Idee der Sophisten. Die haben solche Topoi-Sammlungen angelegt, um eben für jedes Thema so ein überzeugendes Argument zu haben. Aber zurück zur Phaitasse. Also wir hatten jetzt gerade das Thema Überzeugen. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, dass funktioniert nicht immer, haben Sie ja auch bei der kleinen Übung gemerkt. Was können Sie dann machen? Nun, Sie können versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und das ist ja sehr beliebt. Beim Kompromiss muss man nur immer aufpassen, dass sich nicht beide als Verlierer fühlen, weil ja beide nachgegeben haben. Und ich möchte jetzt dazu ein kurzes Spiel machen. Und zwar ist das bekannt aus der Spieltheorie. Das ist das Ultimatumspiel. Deshalb ist dieses Ultimatumspiel in der Spieltheorie so bekannt geworden, weil es hier um Gerechtigkeit geht. Es geht um Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Sie einen Kompromiss finden, dann muss der so gestaltet sein, dass der andere das als fair empfindet. Und wenn der andere durchaus auch bei 30 Cent das als fair empfindet, weil, wie gesagt, ist immer noch besser wie gar nichts, dann ist gut. Aber das ist so die Kunst bei einem Kompromiss. So, das war also jetzt die zweite Lösung. Dann kommen wir doch hier zu dieser Lösung, Kompass, dass wir nach objektiven Kriterien suchen. Und das ist ja auch das, was durchaus wirkungsvoll ist, wenn wir so mit Zahlen, Daten, Fakten kommen. Das ist dann für mich die Akzeptanzlösung. Und in unserer Gesellschaft funktioniert sehr, sehr viel auf Akzeptanz, nicht auf Überzeugung. Angenommen, Sie fahren nachts durch die Straßen, dann kommen Sie an eine Fußgängerampel hin und die steht auf Rot. Sie sehen aber weit und breit keinen Fußgänger. Also ich halte an, obwohl ich das blöd finde. Ja, warum halte ich an? Ja, weil ich die Regel akzeptiert habe. Und so funktioniert unsere Gesellschaft. Nicht, wenn Sie einen Job haben und der Chef sagt, Sie machen das so und so und Sie finden das blöd. Sie machen es erfahrungsgemäß doch so, weil das ist die Spielregel. Der Chef hat die Verantwortung und folglich kann der Chef oder die Chefin auch sagen, hier, so machen Sie das. Das ist zwar nicht nett, ja, aber es wird akzeptiert. Und deshalb werden Sie feststellen, wenn Sie jetzt mal keine Vorteile, keinen Nutzen bieten können, dass man dann darauf reflektiert, dass der andere gewisse Kriterien akzeptiert. Das sind auch Vorschriften. Dass man zu jemand sagt, schau her, da steht's. Und dann sagen, ja gut, wenn das da steht, dann mache ich das so. Ne? Also Akzeptanzlösung. Also überzeugen mit Zahlen, Daten, Fakten. Sie merken also, ich habe nichts gegen Zahlen, Daten, Fakten. Aber gut, sie führen nicht unbedingt zur Überzeugung, aber sie führen zur Akzeptanz. Und damit ist ja auch mal gewährleistet, dass man eine einvernehmliche Lösung hat.
Was haben wir noch? Nun, diese unterschiedlichen Standpunkte werden ja nicht eingenommen, um sie zu ärgern. Ja, so aus Jux und Dollerei, aus Rechthaberei. Gut, kann manchmal sein. Aber auch hinter Rechthaberei stehen Interessen. Aber dummerweise werden diese Interessen nicht immer genannt. Einführung von Teamarbeit. Da haben die Einzelnen eben auch sich dagegen gesträubt, haben aber nicht so gesagt, warum. Nicht, weil sie Angst haben, dass so der eigene Beitrag verloren geht und dass vielleicht auch dann das Motto gilt, toll, ein anderer macht's für Team. Auf jeden Fall, hinter Standpunkten stehen Interessen. Und die Kunst ist es jetzt, so einen Interessenausgleich zu schaffen. Und das ist oftmals gar nicht so einfach, einen Interessenausgleich zu schaffen. Aber ich bringe Ihnen dafür mal ein Beispiel. Also angenommen, Sie arbeiten in einem Unternehmen und Sie wollen endlich mal wieder eine Gehaltserhöhung haben. Wird mal wieder Zeit, so 150 Euro. So. Und dann kommen Sie zu mir, ich bin ja Chefin, ne, und sagen, hier will 100 und so weiter. Nicht? Sehe ich ja auch ein. Aber das Budget, nicht, ist eine Dauerbelastung. Ne? Nee. Und unsichere Zeiten und nee. Und dann die Kollegen, die kommen auch. Also mein Interesse ist es, nee, bloß nicht das Budget antasten, ist eine Dauerlösung. Ne? Aber gut, sehe ich ja ein. Angenommen, Sie würden jetzt immer Ihr Auto in einem Parkhaus parken. Und das würde Sie monatlich 150 Euro kosten. So. Und ich sage zu Ihnen, na, hören Sie mal zu, ich habe eine Idee. Gucken Sie mal, da hinten im Hof, ja, da ist doch so eine Gerümpelecke. Also wenn wir die freiräumen, da könnten Sie da Ihr Auto hinstellen. Ha? Wäre das nicht eine super Idee? Brauchen Sie keine Parkgebühren mehr? Und ich? Ja, ne? Ich spare eben Kosten. Ist doch eine super Lösung. Und das ist ein Interessenausgleich. Und Interessenausgleich heißt Win-Win-Lösung. Und es wird manchmal missverstanden. Bei einer Win-Win-Lösung denken die Leute immer, es kriegt jeder das, was er will. Das geht objektiv nicht. Also folglich muss man gucken, was steht denn dahinter. Und Sie können manchmal das Interesse rausfinden durch eine ganz geniale Frage. Also angenommen, jemand soll versetzt werden. Und die Person will aber sich nicht versetzen lassen und sagt dann, ach, ich habe hier so eine tolle Wohnung und überhaupt und super und so, nicht? Und wenn Sie jetzt sagen, angenommen, wir würden Ihnen eine vergleichbare Wohnung am neuen Arbeitsplatz besorgen, wären Sie dann einverstanden? Dann merken Sie, ob es ein echter Einwand war oder ein Vorwand. Vielleicht sind ganz andere Gründe vorhanden, weshalb jemand da nicht umziehen will. Also Interessenausgleich. Nun, die fünfte Möglichkeit. Ich erinnere Sie noch einmal an dieses Motto. Sie finden es ja auch in abgewandelter Form in der Transaktionsanalyse. Ich bin okay, du bist okay. Das ist es, wenn Sie die letzte Lösung erzielen wollen. Und die letzte Lösung ist der Konsens. Und wir sind ja eher in einer Gesellschaft, wo wir dann gewisse Dinge per Abstimmung regeln, in Japan nicht. Da ist der Konsens das Nonplusultra. Die diskutieren aber nicht wacker miteinander und streiten und so. Nein, die ziehen sich immer, nachdem die Standpunkte geklärt sind, zieht sich jede Partei zurück und überlegt sich, wie man der anderen Partei entgegenkommen könnte oder welche Fragen man stellen könnte. Dann kommt man wieder zusammen. Und so nähern sich die Standpunkte allmählich an, ohne große Auseinandersetzung. Also das ist dann natürlich idealtypisch gedacht. Damit aber so ein Konsens entsteht, brauchen Sie im Prinzip alle anderen Möglichkeiten vorher. Denn beim Konsens werden Sie gegebenenfalls überzeugt, Sie sind mit dem Kompromiss einverstanden, Sie akzeptieren gewisse Dinge, also Sie brauchen das ganze Instrumentarium vorher. Ja, und ich würde jetzt ganz gerne so zum Abschluss mit Ihnen noch eine kleine Übung machen. Ja, ich gehe mal davon aus, Sie haben alle eine einvernehmliche Lösung gefunden.
es ist bei diesem Spiel alles möglich. Und wichtig ist, dass die andere Person das Ergebnis als fair empfindet. Nicht? Interessenausgleich ist natürlich das, wo beide den größten Nutzen haben. Aber vielleicht, wenn sie mich fragt, was ist ihr Preis, nicht? Und sie schenken mir dann eine Eintrittskarte in die Elbphilharmonie. Ne? Für 150 Euro kriegen sie meine vier Limetten, aber locker, ne? Auch für weniger. Und das ist dann immer die Kunst, den anderen entsprechend einzuschätzen. So, nochmal das Ganze zusammengefasst. Was sind jetzt die Möglichkeiten? Und Sie können mich gerne korrigieren, ob Sie darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten finden. Also ich habe bisher keine gefunden. Also, was ist... Ich kann den anderen übers Ohr hauen. Da haben wir doch die Grundregel, Sie sind okay, ich bin okay. Ja, natürlich, all diese Möglichkeiten gibt es. Nur das rächt sich bekanntlich, weil der andere ihnen dann nicht vertraut. Und Aristoteles sagt, sie überzeugen mit dem Ethos. Das ist das wichtigste Überzeugungsmittel. Und wenn man das einmal gefährdet hat, ne, dann funktioniert das einmal und dann nimmer mehr. Also 5 Möglichkeiten, Überzeugung. Das ist nicht immer möglich, weil sie nicht immer diese Vorteile, den Nutzen bieten können. Es funktioniert allerdings auch mit Schaden abwenden. Deshalb schließen wir Versicherungen ab. Ja, um Schaden abzuwenden. Gut, aber man ist nicht immer in der Position, dass man wirklich Vorteile Nutzen bieten kann. Dann probiert man es mit einem Kompromiss. Geht auch nicht immer, nicht? Schrank kann man nicht zersägen. Aber oft ist das möglich, so bei Terminen oder bei Preisen. Dann Akzeptanz. Das finde ich, das ist immer eine sehr intelligente Lösung, weil Sie dann was Drittes haben. So wie den Kompass, nicht? Wenn wir uns streiten, Henkel links oder rechts, dann akzeptiere ich den Kompass. Und Sie akzeptieren auch den Kompass. Obwohl ein Kompass auch mal kaputt sein kann, kann auch eine Missweisung haben. Aber grundsätzlich, wenn man das findet, was beide akzeptieren, dann können auch beide ihr Gesicht wahren. Und ein Kompass kann auch ein Mensch sein, ein Schlichter, ein Mediator. Und dann machen wir zwei aus, wenn wir uns streiten. Das, was der Mediator sagt, das akzeptieren wir. Und dann sind wir beide aus dem Schneider. Wir können unser Gesicht wahren. Und deshalb ist das so eine wichtige Lösungsmöglichkeit, dass man ein Kriterium findet, wo der andere sagt, ja, das kann auch eine Studie sein, eine Untersuchung sein. Dann Win-Win-Lösung, Interessenausgleich. Sie haben gemerkt, das muss man ein bisschen so ums Eck denken, weil man eben doch nicht so schnell drauf kommt. Was hat denn der andere für ein wirkliches Interesse? Und deshalb eben mit angenommen oder womit kann ich sie überzeugen, erfährt man eventuell die Interessen. Und fünftens dann, alle tragen zur Problemlösung bei. Ja. Das war das Modell der Pfeiltasse und ich danke Ihnen herzlich fürs Mitmachen. Ja, Dankeschön. Also mein Name ist Bettina Hofstetter und ich habe beim Inspiration Day unter anderem den Workshop von der Gudrun Frei besucht. Einfach, mir gefällt ihre kommunikative Art, mir gefällt es einfach, wie sie ihre Workshop-Inhalte rüberbringt anhand von praktischen Beispielen. Und was mir besonders gut gefallen hat, war diese Pfeiltasse mit den unterschiedlichen Sichtweisen, dass eben je nachdem, von welcher Seite man diese Tasse betrachtet, man eben unterschiedliche Sichtweisen auch auf eine Problemstellung hat. Und ich nehme das wirklich sehr gerne als Anregung mit in die Unternehmen auch rein, weil oftmals eben auch gerade, wenn man zwischen Abteilungen kommuniziert, eben diese Dinge nicht ganz klar werden. Und so hat sie einfach 3-4 spannende Übungen eingebaut und die einfach auch zur Lockerheit beigetragen haben und ein paar Schalter auch umgelegt haben. Also das war so für mich einfach ein super Workshop im heutigen Tag. Am heutigen Tag hat mir am besten der Vortrag von der Frau Fee gefallen, die Fee-Tasse und das Modell zur Konfliktbewältigung. Für mich war das Positive daraus die Metapher der Tasse, also diese einfache Metapher einer Tasse erklärt einen ziemlich komplexen Zusammenhang eines Problems.
Und die Tasse mit dem Blickwinkel vorne und hinten macht das ziemlich verständlich. Und dann kommt noch die Seite mit dem Osten und der andere, der noch gar nichts sieht. Das hat mir sehr gut gefallen. Würden Sie so eine Veranstaltung weiterempfehlen oder nochmal besuchen? Ja, sowieso, auf jeden Fall, definitiv. Also am besten gefallen hat mir in Summe schon die Mischung. Ich fand das hervorragend, dass wir mit dem Thema Gesundheit begonnen haben. Und dann fand ich den Workshop mit Frau Fey außerordentlich kompakt, hilfreich und klug. Und das hat großen Spaß gemacht. Und der Wechsel zwischen Plenum und kleiner Workshop-Runde ist einfach eine gute Sache. Die Grande Dame der Rhetorik, die finde ich insofern bewundernswert, weil sie seit einfach 40 Jahren schon in dieser Branche tätig ist. Und ich kenne sie schon aus den 90er Jahren. Damals habe ich als junger Product Manager von CareerTrack einen ihrer Seminare begleitet. Und ich finde ihre Inhalte einfach sehr brauchbar und wichtig, was sie immer wieder in Erinnerung ruft, worauf es ankommt in der guten Kommunikation, in der guten Rhetorik.